Für den heutigen Impuls stehe ich im Glockenturm der Heilig-Geist-Kirche. Glocken sind seit alters her Orte der Verkündigung. Sie bringen die frohe Botschaft in die Welt. So werden Glocken immer geläutet zu den Gottesdiensten und laden so dazu ein, von der frohen Botschaft zu hören, ja, sie wahrzunehmen. Glocken werden auch geläutet zu freudigen Ereignissen, so etwa bei der Taufe eines Kindes, auf das deutlich wird, dieses Kind hat nun das neue Leben von Christus aus erhalten und ist gleichzeitig ein neues Mitglied unserer Gemeinde geworden. Ebenso läuten Glocken oft beim Versterben von Menschen, auf das die Gemeinde weiß, da ist ein neues Kind, ein neuer Mensch zu uns in die Gemeinde gekommen und wir sind froh darüber, dass wir Menschen in unserem Umfeld begrüßen dürfen. Ebenso bei anderen Anlässen künden Glocken von Freude und manchmal aber ebenso auch vom Leid, bei Katastrophen etwa, früher bei Bränden, bei Krieg und vielem mehr. In vielen Advents- und Weihnachtsliedern hören wir von Glockenklängen. Das bekannteste ist wohl "Süßer die Glocken nie klingen" in der Weihnachtszeit. Und am Heiligen Abend ist es doch immer ein besonderer Moment, zumindest auch für mich, wenn die Glocken läuten am Ende der Christmette und so nochmal deutlich werden lassen, nun soll die frohe Botschaft hinaus, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. So sind die Glocken von alters her und bis heute, wenn auch für manche vielleicht etwas nervig, Verkündigungsboten. Sie weisen hin auf die frohe Botschaft, die wir wahrnehmen können und sollen und die wir dann auch verbreiten. Welche Botschaft kann ich dieser Tage verbreiten? Welche Botschaft der Hoffnung in meinem Umfeld? Welche Botschaft kann ich auch hören und wahrnehmen?